Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play FIFA 15, Karrieremodus mit dem Hamburger Sportverein, zweite Saison, 26. Spieltag und wir sehen, wir erreichen vielleicht unser Ziel, was wir uns fest vorgenommen haben. Ich bin sehr zufrieden, wenn wir am Ende natürlich noch auf diesem blauen Feldchen, egal welcher Platz, stehen, bin ich sehr, sehr zufrieden und dann ist mein Plan mit euch zusammen auch aufgegangen. Ihr habt mir sehr, sehr geholfen, vielen, vielen Dank für eure vielen Vorschläge in der Winterpause, besonders aber auch in der Sommerpause, anfangs der neuen Saison. Ihr habt mir viele tolle Tipps gegeben und ich hoffe, ich euch auch, die mir geholfen haben, den Verein größer zu machen. Und ich glaube, das Team steht bevor, wenn wir es schaffen sollten, noch mehr aufzublühen und auch die Kleinen noch weiter aufblühen, also die Spieler jetzt, dann glaube ich, werden wir auch nächstes Jahr noch eine größere Rolle spielen, weil dann werden wir auch keinen Fehlstart hoffentlich mehr hinlegen. Weil dann das Team steht. So. Sie sind leider, weil englische Woche ist, alle ein bisschen müde. Das ist natürlich jetzt dieses blöde Risiko, was wir da eingehen könnten, müssen, tun, wollen. Wir müssen uns natürlich jetzt überlegen, wie wir dieses Thema angehen. Wir müssen leider den Stammmannschaft umbauen, so leid mir es tut. Weil die alle so extrem sonst müde sind. Ist natürlich ärgerlich, aber was sollen wir machen? So. So gehen wir rein und hoffen, dass Giroud das jetzt auch gut macht. Heinz braucht jetzt mal ein bisschen Schnaufpause, genauso wie Podolski. Und wollen Hertha zu Hause auch noch den Fans einen Sieg geben. Und ich möchte nochmal auf mehrere Sachen hinweisen. Es gibt jetzt auch Facebook und Twitter bei Brohawks. Und zwar facebook.de/Brohawks und twitter.de/Brohawks. Und ich möchte euch gerne anregen, mir zu helfen, diesen Kanal groß zu machen. Sagt's Freunden oder wenn ihr immer was hört oder anderen, kommentiert es bei anderen. Sagt, hallo, hier gibt's noch einen geilen neuen seit September 2014. Der macht coole Videos, weil ich werde auch in Zukunft nicht nur FIFA-Videos machen, sondern auch andere Sachen. Dann sagt doch mal Bescheid, ihr seid die wichtigsten Leute überhaupt. Ihr seid meine Bros. Überhaupt für die Abonnenten. Und wenn wir nämlich die 1000 Abonnenten irgendwann demnächst mal knacken sollten, das ist doch ein bisschen weiter Weg, deswegen brauche ich auch eure Unterstützung, dann werde ich auch mal Livestream versuchen. Erstmal mit dem Live-Orakel und wenn das richtig gut klappen sollte und ihr seid voll dabei, dann auch hier mit dieser Speicherung mal. Das wäre doch mal eine coole Sache, oder nicht? Ich weiß nicht, ob das alles aufgeht, aber wichtig ist, sind 1000 Abonnenten so, sagt das YouTube zumindest. Aber auch allgemein finde ich, ist es einfach mal ein schönes Spiel mit euch. So, ihr seid ja die wichtigsten Leute überhaupt. Das ist immer so im Kino, bei YouTube, überall. Ihr seid die wichtigsten, ihr seid die Bros. Und ihr guckt mal auf Hertha-Aufstellung. Kanu vorne, alleine Baum Johann, der alte Hase da vorne und Kraft. Sonst hat sich ja da nichts groß geändert bei Hertha. So, geht's los. Wir brauchen diesen Sieg. Ihr wisst ja, wenn wir das gewinnen, sind wir da, wo wir stehen wollen. Also nicht auf der Position, aber im Kampf um den Europa League Plätzen. Und vielleicht können wir noch ein kleines Wörtchen um die Champions League Plätze mitreden. Und dann können wir auch dieses ganze Hin- und Her-Gewusel oder diese paar Folgen, die tonasynchron waren und Bildfehler hatten, alle verkraften und freuen uns, dass wir gemeinsam die nächste Saison Europa League spielen könnten. Das schauen wir dann mal. Junosovic. Januzaj. Ayan. Die Flanke. Und Kalou. Mit dem Konter. Nichts wird das. Junosovic. Nix fauler. Gut so, Schiri. Und Wiltshire. Immer noch Wiltshire. Wiltshire, jetzt muss der Schuss kommen. Kraft, kullert er noch rein? Nein, aber Wiltshire schießt Kraft an. Das gibt's doch nicht. Eieieiei. Das gibt's nicht. Es ist einfach toll, bei FIFA 15 hat man so viele abwechslungsreiche Spiele und Chancen. Das ist so herrlich. Bei FIFA 14 war alles ein bisschen so
Déjà-vu-mäßig. Also wenn ihr euch überlegen müsst, FIFA 14 oder 15 zu kaufen, erstmals Pfosten! Und Trapp mit dem Kopf nochmal härter. Wenn ihr euch überlegen müsst, was erstmals, wie gesagt, wegen den Lizenzen, natürlich sind bei FIFA 15 die aktuellen Lizenzen drin und auch die Updates, die Kader-Updates sind immer am Start. Und natürlich, es ist einfach, ja, es gibt immer was zu bemängeln, immer. Aber es ist wirklich eine Steigerung zu FIFA 14, immer, absolut. Beister. Wheelchair. Ah, jetzt wollte ich nochmal dribbeln. Ein bisschen früher gemacht, wäre jetzt auch was geworden. Stocker. Und Januzaj klärt Einwurf für die Hertana, die hier mit uns um die Europa League Plätze kämpfen. Es wird richtig heiß. Denn wir könnten auch mit Wolfsburg gleichziehen. Oh! Harter Einsatz, aber es geht weiter. Januzaj. Immer noch Januzaj. Das ist Beister. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Eigentlich wollte ich auch auf den Podolski da hinten spielen. Oh ja. Immer so eine schwierige Situation. Ja, okay. Beister. Eigentlich lasse ich mal Podolski schießen, weil der kann besser schießen. Aber weil Beister zur Zeit der beste Torschütze ist, mache ich das Risiko einfach mal. Und hoffe, er trifft einfach. Beister und er tut da. 1-0. Und damit wären wir richtig dabei, Leute, beim Thema Europa League Plätze. Richtig nice. Und Trapp freut sich. Elfmeter, 1-0 im Volksparkstadion. Gegen Hertha, gegen direkten Konkurrenten um die Europa League Plätze. Wheelchair. Dämmerball. Beister. Dämmerball. Ah, Lustenberger. War da ein bisschen schneller. Baum Johann. Oh, Josovic läuft da ein bisschen vorbei. Okay. Wenn es sein muss, wenn es sein muss. Aber Karte kann er nicht geben. Ach, war. Hör doch auf. Hat doch gar nichts gemacht, der Mann, der im letzten Spiel den Ehrentreffer gemacht hat, den Siegtreffer gegen Hoffenheim. Kleber, sein erstes Bundesliga-Tor. Wer das nochmal sehen will, das war richtig nice. Eine Folge zurück. Ui, 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 ui. Was ist das jetzt? Ich glaube, Foul von Hertha. Ja, absolut. Trapp. Giroud spielt heute für den schwachen Heinz, also nicht spielschwachen, sondern er ist einfach müde, weil es englische Woche, wir sind an einem Dienstag. Dämmerball. Ich wollte schon gerade sagen, es pfeift da gleich den nächsten Elfmeter, aber das war alles in Ordnung. Beister. Ein Stürmer, der hinten auch nochmal was holt. Josovic. Das ist Holtby. Ah. Richtig schöner Einsatz von Junuzovic. Ein super Defensivmann. Für jeden zu empfehlen, wer so einen sucht. Fürs CM oder DM. Kann aber auch OM und LM.
Dämmerbei. Oh, der kommt da richtig durch. Dämmerbei, schießt da mal. Der hat einen guten Schuss. Aber da habe ich noch Rennen gedrückt. Und das ist ja so, dass man meistens nicht gut schießen kann. Aber Dämmerbei wird auch noch ein Schlüsselspieler irgendwann mal werden. Zumindest hat er Qualitäten dazu. Auch in echt war es lange als Kaiserslautern-Fan die Frage, warum HSV den eigentlich an Lautern ausgeliehen hat. Er hat da Potenzial, auch wenn er jetzt gerade nicht mehr Number One war oder ist. Januzaj. Dämmerbei. Milosevic. Oscholek. Beister. Ah, ich hab's gesehen, dass Oscholek ist gestartet, aber. Ah! Das ist das sind meine Worte dazu. So, okay, man muss aufpassen. Hat schon eine gelbe gesehen. Und Giroud. Oh, Dämmerbei. Lass ihn einfach mal durch. Wieso nicht? Dadurch entsteht vielleicht nochmal ein Konter vor der Pause. So, wohin? Zum Gegner. Wieso nicht? Gönnen wir dem Gegner mal was? Das war alles Taktik. Nee. Es wäre Taktik gewesen, wenn ich die Ball gekriegt hätte. Jetzt aber. Ah, er hat noch keine Lust auf Pause, der Schiri. Er hat noch Lust und Luft. Milosevic. Ayan. Januzaj. Sehr schön. Dämmerbei. Die Flanke. Wo sollte die denn hin? Eieieiei. Nicht gut. 1-0 aber in Führung durch einen Elfmeter. Beißt da mal wieder. Wir schauen mal. Und zwar wichtig sind Frankfurt führt leider schlecht. Hannover 1-1 gegen Dortmund sehr gut. Und die anderen Gegner, Schalke. Ja gut, Hertha spielen wir gegeneinander. Und Wolfsburg spielen jetzt gerade nicht. Okay. Und wir merken schon, die Spieler werden wegen englischer Woche extrem müde. Und deswegen lassen wir die auch ein bisschen länger spielen und wechseln dann später aus. Und der eine oder andere muss sich leider ins Rote quälen. Beister. Dämmerbei. Den würde ich eigentlich auswechseln, weil seine Leistung heute nicht so prickelnd ist. Aber er muss heute durchspielen wegen den Müdigkeiten, die wir wegen der englischen Woche haben. Wenn nichts anderes passiert, jetzt aber die Möglichkeit. Beister! Beister! Und geht da noch rein? Er geht rein! Nein! Das gibt's nicht! Eieieiei! Was für eine Szene, Leute. Wieder Dämmerbei. Nicht gut. Dämmerbei. Wieder schlecht. Eieiei. Der muss jetzt mal ein bisschen wach bleiben, der Junge. Den brauchen wir nämlich noch. Beister. Au! Für mich ein Foul, aber okay. Für mich war das absolut ein Foul. Kleber, passt auf. Aber nicht gut gespielt. Skillbrett, der Ex-Hamburger. Januzaj auf Junuzovic. Der hat viel Platz. Sehr viel Platz. Beister ist einfach falsch gestartet. Wir müssen jetzt mal die ersten Wechsel machen. Die sind ja sowas von müde dort. Jetzt ist natürlich die Überlegung, was ich da mache. Paulsen und Kane werde ich wechseln. Und dann wahrscheinlich Kleber auswechseln und die Heinz bringen und die anderen müssen leider durch sich durchboxen. Das schauen wir aber dann noch. Das heben wir uns dann auf bis zur 70. Minute oder so, weil nicht, dass so eine Verletzung oder so kommen sollte und wir müssen dann mit einem Mann weniger spielen. Aber wieder die Fans, einfach mega geil vom HSV. So, jetzt Dämmerbei auf Beister. Nochmal. Ah, jetzt muss ich es ganz anders machen, weil Dämmerbei hat nicht mitgedacht. Holpi! Holpi! 2-0! Wenn es halt nicht ein anderer macht oder Beister nicht macht, dann macht es meistens Hobby.
Sehr schön. Sechstes Tor, das ist der Wahnsinn für ihn. Beister hat, glaube ich, 9. Also sieht man, er und Beister sowie Podolski die besten. Und jetzt kommt sein Wechsel bei Hertha, neben uns. Kane kommt jetzt für Beister, aber auch nur, weil er müde ist, nicht weil er schlechte Leistung bringt. Und wir ihn natürlich im nächsten Spiel auch dringend wieder brauchen. Wer hätte das gedacht? Ich hätte es echt nicht. Das ist das Letzte, was ich eigentlich in der Planung in den ersten Folgen der zweiten Saison eigentlich auf dem Zettel hatte, Beister in den Sturm zu packen und dann einfach mal ausprobiert und dann sowas von genial. Und ich kann mich auch nur wiederholen, Beister hätte schon mehr Tore gehabt, leider. 4-mal hat er, das Video habt ihr gesehen, getroffen gegen Stuttgart, aber das Spiel ist mir da leider, also die Grafikkarte ist der Treiber abgestürzt, ich konnte nicht mehr das Spiel save, nur das Video, deswegen ist das so abrupt abgestürzt. Das Spiel neu simuliert, gleiches Ergebnis fast rausgekommen, also die Tordifferenz stimmte und der Sieg, aber leider nicht mehr die Torjägerliste, also die Tore wurden gezählt. Brutal, hier gerade, Wiltshire und das ist Kane. Der sich noch nicht so durchsetzen konnte, genau wie Mbolo, aber mir vom Spielbewegung her besser gefällt als Lasoga, der jetzt bei Hoffenheim übrigens spielt, wer jetzt erst reinguckt. Kleber erklärt. So, und Kleber geht jetzt auch mal raus. Der ist nämlich extrem müde. Und es kommt der gute Heinz rein. So. Aber dieser Sieg wird uns, wenn es ein Sieg natürlich wird, davon gehen wir jetzt einfach mal aus, richtig weit nach oben bringen in der Tabelle. Das gucken wir uns natürlich nach dem Spiel in Ruhe an. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch ein 3-0 machen können. Milosevic, Beister, Kane meine ich, startet. Beister ist ja gar nicht mehr im Spiel. Kane. Und habe ich auch so gesehen. Es gibt, glaube ich, noch die gelbe Karte dafür. Nein, nur eine Verwarnung. An Lustenberger. So, Kane. Kann auch mal ein Türchen für uns machen. Jetzt, ah ja, mit dem Freistoß. Sollen wir uns mal direkt versuchen? Nee, das bringt nichts. Wir machen das so. Das war ja ein grauenhafter Freistoß. Hätte ich es doch lieber anders gemacht. Schüsse. Da sieht man mal, dass Hamburg jetzt expandiert, wirklich mit der Qualität. Das war richtig gut. Kane! Immer noch Kane! Ich wollte 3-0 schreien und dann, was war das denn? What the fuck? Der war doch, das, wie konnte er den denn noch verschießen? Ich glaube, das fragen sich die Spieler gerade auch hier. Der müsste sitzen, der hätte sitzen müssen. Gibt's doch gar nicht. Doch bei Roller. Jetzt plötzlich kommt Hertha. Anschlusstreffer wäre jetzt sehr unverdient, aber das hatten wir ja schon öfter in der Saison. Konter, Dämmerball. Holpi kriegt ihn vielleicht noch. Also so müde jetzt das Team. Können wir mal ein bisschen defensiver gehen, aber Kane. Oh, das hat er richtig gut gemacht. Kane. Jetzt kommt der starke, schnelle Mann da durch. Kane! Fortuna will es ihm nicht gönnen, ein Tor zu machen. Kein Abseits. Wollte ich eigentlich erreichen, das Abseits. Kalu Ayan kann klären. Schade, aber diese Aktion hat Kane so genial gemacht. Das hätte ich ihm extra echt gegönnt. Und ich finde nicht, dass das ein V war. Aber okay. Und jetzt kommt für Baumjohann nochmal Julian Schieber. 4 Minuten noch. Und Holpi hat sich verletzt. Da muss er jetzt aber durch aus der Nummer.
Trapp. Trapp gegen Hoffenheim zum ersten Mal zu Null gespielt und gleich danach vielleicht zum zweiten Mal. Mal sehen. Leonosovic, ich glaube, es war abseits. Ja, schade. Ja, Kane, jetzt fällt er doch ein bisschen auf. Ich würde nicht sagen, dass er Beister natürlich vom Thron wegschießt, aber er hat seine Qualitäten. 21 Jahre alt, Leute. Stärke 75. Groß, aber auch gleichzeitig flink. Und das ist das, was ich als Stürmer richtig genial finde. Nicht nur groß und dann schwer und kann dort blöd rumstehen. Behrens. Und wenn die aufpassen, gibt es leider nochmal eine Ecke. Die es jetzt auch gibt. Kraft mit vorne. Gute Ecke von Hertha. Aber Abstoß. So, machen wir schnell einen Abstoß. Vielleicht kriegen wir noch das leere Tor. Schade. Aber vielleicht kriegt er es jetzt. Hertha. Das war ganz cool gemacht vom Hamburger Sportverein, wenn Holtby das jetzt auch cool gemacht hätte. Und der Sieg, Leute! Ja! Da hört ihr auch die Fans, die jubeln, denn wir sind richtig gut dabei jetzt in der Liga. Richtig nice! 2:0 gewonnen, verdient gewonnen, definitiv ein Elfmeter und Hobby. Schauen wir mal auf die Spielerwertungen. Junuzovic 8,0, Jülcher 7,6. Das sind einfach unsere Schlüsselspieler. Holtby ist einfach der Hammer. Mit Beister da oben. Beister hat nur 7,5. Das seht ihr hier links unten. Und die Abwehr war ganz okay. Ayan am auffälligsten. Ja, dann gucken wir mal auf die Tabelle. Wie hat denn Wolfsburg gespielt? Und sind wir vielleicht nahe dran an dem ganzen Spieß? Wir klicken erstmal weiter, dass sie alle auch ihre Spiele gespielt haben. Jetzt haben wir endlich mal eine Pause. Das ist auch schön, weil es ist jetzt erstmal Nationalzeit. Und wir schauen. Immer noch nicht haben alle gespielt. Manche haben 26, manche haben 24 Spieltage. Ein bisschen komplex. So, gescoutete Spieler interessiert uns nicht, aber Jugendmannschaft interessiert uns sehr. Der kann angeblicherweise ein Riesentalent werden. Potenzial 85 bis 91. Bezweifle ich ehrlich gesagt. Was? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie für Ihre hervorragende Arbeit beim Hamburger Sportverein den Trainer des Monatspreis erhalten haben. Das erste Mal, seit ich mit euch Let's Play mache, so viel ich weiß. Geilo! Und Polen will uns als Trainer, aber ich will nicht. Boah, ein Megatalent. Spieler verpflichten, jeden Fall. Der könnte richtig gut sein eventuell. Dann, nein, ich möchte einen einzelnen Spieler gerne hervorheben. Januzaj muss man eine Runde motivieren. Und Trigos will gehen und das überlegen wir uns alles in Ruhe, während wir zur Öffnung der Transfers mal kommen. Und wir schauen auf die Tabelle. 26 Spieltage. Ist ein bisschen kompliziert jetzt, weil Gladbach irgendwie, warum auch immer, ein Durcheinander-Chaos hat. Ein Spieltag zu wenig. Und deswegen da oben vielleicht ganz anders stehen könnte. Aber 26 Spieltage haben wir gespielt. Wolfsburg 26 Spieltage gespielt. Hertha 26 Spieltage gespielt. Und Frankfurt. Und das sind die, auf die wir achten müssen. Und wir sehen, wir spielen sogar, soviel ich weiß, noch in der Rückrunde gegen Wolfsburg. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Und wir sehen, ein Punkt hinten dran auf Platz 6, zwei Punkte hinten dran auf Platz 5 und nur ganze vier Punkte hinten dran auf Platz 4. Leute, was wollen wir mehr? Siege natürlich und wir wollen auf diesen blauen Dingern stehen. Und das werden wir auch. Ich habe es gesagt, Anfang der Saison, es wird schwierig. Besonders der Anfang, aber das Team muss ich finden und dann wird es richtig gut. Und was habe ich gesagt, Leute? Ich bin gar nicht so blöd, würde ich sagen. Es läuft doch jetzt. Richtig schön. Und wenn wir dann gegen Leverkusen gewinnen können, Leute, dann kommt nämlich der Oberknaller. Dann haben wir nicht nur 46 Punkte. Nein, wir holen sogar, wir kommen sogar mit einem Punkt an Leverkusen ran. Das wird der Oberburner. Das sage ich euch. Der absolute
Oberburner. Das gibt's aber erst in der nächsten Folge. Wir gucken mal noch kurz auf Kalender und sehen, dann kommt Leverkusen, dann kommt Wolfsburg. Das sind die beiden absolut wichtigen, entscheidenden Spiele. Und dann kommt Bremen, Augsburg und Mainz, Kräuter Fürth, Stuttgart. Und nochmal ein wichtiges Spiel, nämlich gegen Schalke. Und da können wir einiges noch rausholen. Das wird richtig fetzig. Also abonniert, kommentiert, drückt Daumen nach oben, dass der HSV endlich wieder zurück ist. Der alte Hase, der alte Dino ist jetzt ein richtiger Godzilla geworden. Bis dahin, tschüss.